Willkommen zu Daisy, 19 Uhr. Wir treffen heute einen Zuschauer und finden eine Base, aus der wir uns gediegen das ein oder andere mitnehmen und allerdings erst in der nächsten Folge an die freundlichen Bürger von Deer Isle verteilen. Also abonnieren nicht vergessen und jetzt ab mit dem Video. If you like something, you can take it as well. Wenn man friendlies Leute, man kommt weiter im Leben, ich sag's euch. Yo! Und damit Alter, natürlich. Mit diesem geilen Feuerwerk von dir natürlich organisiert, Bro. Na klar, kein Problem. Würde ich sagen, willkommen zurück hier zu Daisy, 19 Uhr. Da kommen auch schon die ganzen Zombies angerannt. Natürlich. Bro. Natürlich hier vom ganzen Airfield. Wie das eben so ist, wenn wir schießen. Und die Gegner werden ignoriert. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Heute ist, by the way, Dienstag, Leute. Willkommen jetzt zurück zum Dienstag. Zum was? Zum Dienstag, zum 19 Uhr oder was? Zum Dienstagstags, Alter. Ja. Wahrscheinlich nice. Dienstag 19 Uhr an Daisy. In diesem Sinne, Bro. Ja, was machen wir heute eigentlich? Wir gucken Weiß uns nicht. Noch ein bisschen am Airfield rum. Genau. Und hier haben wir leider den Sniper verloren das letzte Mal. Genau, wir sind nämlich wieder hier, wo wir aufgehört haben letzte Folge. Und ich weiß nicht, wir haben vorhin schon Schüsse gehört, aber irgendwie ist hier tote Hose, ne? Tote Hose, ne? Wir versuchen ja schon die Leute ein bisschen zu provozieren, aber... Das bringt alles nichts, ne? Aber wir bleiben standhaft, Bro, und melden uns zurück, glaube ich, wenn hier mal wieder was passiert. Auf jeden Fall, Bro. Nice. Perfekt. Natürlich, der rennt um unser Gebäude direkt rum. Der umkreist das gerade. Beim Flugzeug gerade. Soll ich schießen, oder? Beim Flugzeug? Soll ich schießen? Nein. Nee? Lass ihn leben. Der hat einen 360 gemacht. What? Der hat einen 360 gemacht gerade. Oh, wo siehst du den? Der ist jetzt da, wo du den letzten Typen mal erschossen hast. Ach, da, ja, die Zombies rennen. Siehst du ihn gesehen, ja? Ja, er ist jetzt, lass runter. Der muss friendly sein, Mann. Hello? Das müssen wir regeln. What's up, man? Oh. Hello, man. What's up, buddy? Excuse me, please, make a little break here. do you want to come in? Come in, man. it's dangerous. I'm new on this game. Yeah, no problem. We are friendly. Yeah, Daniel? Come in, my friend. Oh, hi. Luzi, ja, ich bin's, Stobi. Ja, ach so. Nice, hi. Ach so, Leute hier. Ah, alles klar. Rinder in die gute Stube. Ja, den holen wir mal ab unten, oder? Gute Stube. Wir holen dich ab, Geleitschutz. Ja. Oh, nice, cooler Poncho. Es geht. Alter, ja. Danke übrigens für den... Seid doch mal ruhig da draußen, ey. Geht mir das auf die Nerven mit den Zombies in diesem Game, ne? Ja. Guck mal, die Backen unterhalten uns hier. Und wieso wären das nicht weniger? Jo, mit der Pumpgun reingewogen. Meine Güte. Aber cool, dass du den 360 gemacht hast. Ganz ehrlich, ja, cool, dass du den 360 gemacht hast. Jeder, der 360 macht, ist friendly, oder nicht? Ist ja, wirklich, so, daran ja? haben wir dich erkannt und wussten, yo, der ist friendly auf jeden Fall. Ja, an der Stelle kurzes Offscreen-Update. Und zwar ist nicht mehr sonderlich viel passiert da im Airfield. Wir haben allerdings unseren Kollegen leider verloren. Der wiederum hat sich dann wieder auf den Weg gemacht, zurück in Richtung Tower. Scheiße, Bro, ich komm wieder hoch. Ja, ich bin im ersten Stock in der Tür. Meine Waffe hat Ladehemmung. Naja. Shit, come on. Dieses Game war wieder total rot. Die Zombies kommen durch Türen rein. Okay. Ich bin's? Ich bin da. Bist okay, du da nice. Drin? Bist du das? Ja, das ja, bist du mit dem riesen Rucksack. Ja, ja. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Kleines Update, Leute. Wir wollten gerade zum Safe Trader und dann werden wir hier beschossen, Mann. Yo, hello? Ja, yeah, can you hear? Yeah, I can hear. Yeah. What's up, man? Are you Ruski? Ruski? No. Yeah, my mother was. Nee, eigentlich nicht, aber. Okay. I shot you, right? I'm sorry. Yeah, you want to come up? Me. You came out. What's your name, bro? Spooky. What's your name? Waffles. Waffles, hello. Cool. I'm Daniel. Nice to meet you. You want to be friendly and come up? Yeah. Was heißt wohl nein? Ich weiß nicht, oder worauf schießt er gerade? Entweder Zombies oder er hat einen Fight gerade wieder. Hey, Waffles? Müsste mal reloaden. Ist er schon raus? Da läuft doch ein Zombie jetzt Richtung Wald. Ich glaube, der ist abgehauen. Wirklich. Richtung Hangar. Ja, ich muss kurz reloaden, Bro. Kannst du kurz saven? Ja, ich passe auf die Tür auf. Da kam echt überraschend, Mann. Ich wollte gerade raus und dann auf einmal schießt er auf mich. Ja, ich hab's gehört. In der Zombie-Menge auch kaum hörbar erstmal. Einer rennt übers Feld. Achtung, nicht in meinem Schussfeld, bitte. Hat einen Hit. Nice. Oh, du stehst genau in meinem
Siehst du ihn nicht? Oh, Bro! Ach so. Fast gekillt, Alter. der Baum, ich glaub's nicht. Schieß oder nicht? Warte, ich schieß. Mach. Hit? Nee, doch kein Hit. Sah nur so aus. Okay, ist aus dem Blickfeld. Vielleicht haben wir oben noch ein Fenster. Also ein Hit hat er schon geschluckt. Nice. Weißt du, wo er hin ist? Richtung Hang. Wow! Ich wurde getroffen. Okay, in Deckung. Lass hochgehen schnell. Ja, schnell nach oben. Alter, was ist hier schon wieder los, Jungs? Oh mein Gott. Verbinde dich bitte. Oh Gott, ich muss mich dreimal. Kannst du mich einmal verbinden? Ja, warte, ich mach Tür zu. Das geht so schnell mit dem Blut, ne? Ja, das Update hat's richtig kaputt gemacht, leider. Ja. Wahrscheinlich kaputt. Hat er hier Notverband? Zu zweit, dass ich hier die umkippe, ey. Meine Güte. Das Game. Ja. Okay, das wird ein bisschen. Ich wollen uns, glaube ich. Ich dachte, ich könnte uns durch diesen Schlitz oder so. Aber wir haben den Vorteil, dass wir hier mehrere Fenster haben. Scheiße. Hast du geschossen? Ja. Daniel in der ATC. Was will er von dir? Yes, oh nein, nur getroffen. Oh, das sind noch mehrere, Bro. Das ist nicht der einzige. Was denn? Das sind noch mehrere, das war nicht der einzige, ne? Oh, ist gar kein Player. Hast du noch einen A-Talk? Dann kann ich mit aimen. Nee, leider nicht. Ich hab halt nur so ein PU noch. Und ich habe noch dieses Nachtsichtteil. Warte mal, passt das auf deine AK? Hier das große Teil. Ich weiß nicht, ob du das im Hellen so benutzen kannst. Nee, passt nicht. Der ist wieder in der Halle. Ja, ich kann leider nichts machen. Daniel killt Aug. Ja, wie gesagt, meine Waffe ist verbuggt. Ich müsste reloggen. GG Daisy Vollversion. Ja, GG Vollversion auf jeden Fall. Okay, von links sind wir safe. Es kann uns eigentlich nur jemand für den Hangar austreffen. Nee, noch nicht. Ja, ich habe nur ein Player gesichtet am Hangar, aber nichts zu machen. Ein Hit. Oh, das ist Sturmleiche. Oh. Oh. Das tut mir natürlich leid. Das habe ich jetzt so nicht gewusst von hier. Ist er tot? Nee, noch nicht. Aber er läuft so zickzack. Weißt du, du spürst richtig die Angst, die er fühlt. Der Arme. Ja, der Arme, ne? Ja. Oh, shit. Aber er schlägt sich wacker hier auf dem Weg. Ich schieß mal ein paar Mal. Nur mal so ein bisschen für den Schock, weißt du, für den Stress. Du bist echt ein Bastard. Ja, stimmt. Okay, nice. Geschafft. GG, ey. Nice. Ja, sorry, ich wusste nicht, dass du das warst, da hinten am Hangar. Ja, ich hab extra 360 gemacht. Ah, das habe ich nicht. Ich konnte das nicht immer sehen. Das ist echt ein dober Winkel hier und super gefährlich. 3-2-1. So, kleines Update. Hier ist nichts mehr los am Airfield. Oh Gott, oh Gott. Oh, wir rennen. Oh, shit. Ich pack rum. Ich porte rum. Kannst du die Tür zu machen? Welche Tür? Die hier. Nein, ich habe dich eingesperrt. Bro, komm her. Lass uns abhauen jetzt. Lass uns aber. Hier lang. Wo ist Sturm? Hinter mir bestimmt. Ja, da ist er. Hinter mir? Ja. Sturm ist bei der Welt noch dazugestoßen, Leute, für alle, die es bei mir nicht mitbekommen haben, denn meine Waffe hat immer wieder rumgebuggt. Hä? Warte mal, da ist Safe Zone. Ne, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen quasi einmal übers Airfield drüber. Okay, wo bist du? Bei euch in der Nähe. Links hinter dir. Du bist echt ein Fuchs. Okay, let's go. Auf jeden Fall. Alles klar. Nice, Bro. Dann haben wir auch mal die Richtung geklärt, wo wir jetzt hin müssen. Richtung Süden. Das ist hier entlang. Genau, und natürlich, um eine Challenge natürlich rauszumachen, wir haben noch zwei Gags für euch vorbereitet. Ja, schnell, bevor wir rüber sind. Willst du anfangen, ja, soll ich? Ja, und zwar habe ich hier einen Kommentar von Erwin R. Ich schaue eure Videos in der Schule sogar. Digga, wir lesen gerade was vor. Ich schaue eure Videos in der Schule sogar. Das ist dann wahrscheinlich Fachhochschulreife. Yeah. Geil, hier auf dem Server kann man natürlich klatschen, denn man drückt mal auf die Autorun-Taste und hat dann beide Hände frei. Leute, ich mach auch mal die Autorun-Taste rein und hab hier ein Gag natürlich am Start. Ne? Hashtag nice. Gag, Hashtag Daisy. Sagt ein Magnet zum anderen, ich finde dich ganz schön anziehen. Sagt der andere, andererseits finde ich dich ganz schön abstoßend.
Oh mein Gott, Alter. API 1, Grüße an dich für diesen nicen Magneten-Gag. Ja, der war richtig gut. Aber ich würde sagen, um das Niveau noch ein bisschen zu senken, Bro, habe ich hier noch einen von B. Baumi. Der Name, das fängt natürlich schon mal gut an hier. Grüße gehen raus an Baumi. Wie heißt der Bruder von Helmut? Dunkelmut? Nee, Dunkelangst. Ernsthaft? Das ist wieder dein Niveau, ne? Es ist ernsthaft. Dunkelangst? Dunkelangst, ja. Oh mein Gott. Findest du lustig? Ich find's so einen Schwachsinn lustig, ja. Nice, perfekt. Okay, Bro. Ja. Yeah. 150 Meter Geiles, noch. Wir haben was Geiles. Ich hab 200 Meter noch, Bro. Ja. Ich guck schon mal ein bisschen. Ich sehe schon den Eingang. Und zwar haben wir eine Base vorhin entdeckt. Beim Spawnen. Da ist irgendwie ein Baum umgefallen. Dann bin ich da hingegangen. Und die ist tatsächlich offen. Und da ist mega viel Stuff drin. Ja. Und das Geile ist, du hattest... Oh! Was? Schüsse? Nee, ist so ein roter Typ gewesen. Das Geile ist, du hast noch einen erschossen da drin. So ist es. Also ihr habt euch getradet und wir sind jetzt beide im Sprint, Alter. Sind wir jetzt reingerannt? Wahrscheinlich im Sprint. Bin drin. Und versuchen, die Base einzunehmen. Ich bin auch gleich drin. 80 Meter, Mann. Komm. Wo ist eine Waffe? PPSKN. Alles klar, hab die Waffe in der Hand. Zelte sind safe. Ich bin drin. Police, oder? Ja, und Police. Und jetzt die Straße gegenüber rein. Ach so, lol. Ja, ganz so einfach ist das nicht, Bro. Okay, bin am roten Backstein. Die Straße weiter folgen, da kommt irgendwann eine längliche... Scheune? Ja, genau, Scheune. Ah, danke. Oh mein Gott, ja, ich sehe es. Oh. Ist da das größere oder das kleinere? Hilfe. Die längliche, braune. Okay. Und wie kommen wir hier rein? Alter. Du siehst einen Eingang und links daneben ist so ein Turm, ja? Dass man da hochkommt quasi, richtig? Ja. Okay, dann geh mal rechts. Yo, Bro, hallo? Bro? Ja? Hier lang. Hier ist ein Schlitz, Mann, ich seh dich. Hier kannst du rein. Du musst auf dieses Teil springen. LOL. Genau. Ja! Und jetzt kannst du hier reinkriechen. Sick, oder? Mann. Base Raid! Wahrscheinlich Base Raid, ey. Oh mein Gott, gib mal die Hose hier. Ist das dein Inventar hier? Das bin nicht ich. Das ist der Kollege, der hier reinkam. Oh, pass auf, hier liegt eine Bärenfalle. Die ist aber schon zu. Was haben wir hier noch? Okay, ein bisschen Stuff, den keiner passt. Base Raid. Ja, siehst du da hinten schon stehen? Ja, oder? Oh, was? Never, Junge. Oh mein Gott. Doch. Das ist im Grunde alles uns jetzt. Oh. Wir sind reich. Wieso habe ich eine Pistole gekauft, ich Opfer? Keine Ahnung. Ja gut, das wussten wir natürlich vorher nicht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was hier wertvoll ist, was man mal mitnehmen kann. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Was sich zum Beispiel lohnt, ist diese PPSKN. Die ist ganz nice eigentlich. Die hat so ein Holo-Visier drauf. Und das ein oder andere mehr natürlich. Ich bin echt sprachlos gerade, Mann. Ja, ne? Also das ist schon eine Hausnummer, was wir hier gefunden haben. Alter, ich bin wirklich gerade sprachlos. Ja. Kann ich noch was mitnehmen? Ja, wir müssen so viele Waffen mitnehmen wie möglich, würde ich sagen. Okay. Wir können auch mal gucken. Weil ich mein Inventar ein bisschen sortieren muss. Okay, pass auf. Ich halte kurz Stellung. Nimm du alles mit, was du tragen kannst. Und danach bin ich dran und mache mir das Inventar voll. Kann natürlich auch sein, dass jemand durch die Türen kommt, vorne oder hinten. Aber das sind dann die den Code kennen. Falls das... Ja doch, da hinten ist ein Code-Lock dran. Ich glaube, ich höre die ganze Zeit, ich bin gerade ein bisschen kirre, Alter. Was soll ich mitnehmen? Was am wertvollsten ist, ich weiß es nicht. Da kommt will einer rein. Wo kommt einer rein? Da lugt einer rein. Hello, hey buddy. Siehst du ihn? Nice, perfekt, Mann. Das war er wieder. Ja. Hat eine Waffe in der Hand gehabt. Ich musste schießen. Ja, klar. Na klar. Alter, oh mein Gott, wir müssen es beeilen, Bro. Nimm irgendwas mit. Nee. Ich passe ein bisschen auf. Okay, ganz ruhig. Und dann muss die Wache halten und dann nehme ich mir Stuff. Der Rage gleich, Mann. Alter. Ja. Ey, oh mein Gott, die ganzen Waffen, alle haben Magazine. Alles ist voll geladen. Ja. Also ich kann nichts mehr annehmen. Sick, Bro. Ist das buggy oder was? Guck mich an, Digga. Ich kann nichts sehen. Ich muss reloggen. Wieso?
Ich kann nichts in die Hand nehmen. So, liebe Leute. Kleines Update, wir haben jetzt hier ordentlich gelootet. Und ordentlich Stuff mitgehen lassen. Ich habe 6 Waffen dabei, Bro. Alle voll durchgeladen. Ja, ich konnte leider keine mehr nehmen. Ich müsste jetzt reloggen, Leute, aber das geht zu lange jetzt. Ja, der Server ist auch voll und da muss man sitzen mal wieder eine Viertelstunde in der Warteschleife oder so. Ja. Darum müssen wir jetzt auch dringend los. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen auch dringend los, oder? Wir müssen auch dringend los, genau. Oh, shit. Das war also mal wieder eine... Oh, ne, kommt man hier nicht mehr raus, oder was? Doch, geht. Da muss man mal ein bisschen tricksen. Aber wir können die... Ne, die Kisten bringen uns nicht viel. Oh, ey, spring doch nicht einfach so gerade hoch, Junge. Wieso, wie kommst du da hoch? Du musst dich hinlegen und dann durchkriechen. Jetzt geht's, oder? Jetzt geht's. Komm, Bro. Ja, bin draußen. Okay, dann Richtung da lang, ne, zum Brunnen. Ja, siehst du mich? Ich bin links von dir. Lass mal hier direkt ein bisschen Deckung im Wald suchen. Ja, wir haben große Wasserknappheit, kann man sagen. Ich habe mir jetzt gerade noch Äpfel und eine Spite gegönnt, Bro, natürlich. Grüße gehen raus an dich dafür. Gerne, mein Guter. Perfekt. Und in 500 Meter ist der nächste Brunnen irgendwo in der Pampa. Und da kann man wahrscheinlich sicher trinken, oder? Aber wahrscheinlich hier auf diesem Server auch der abgecampt. Wie immer hier auch am Trader wird sich natürlich ganz Zeit die Ärsche bunt gehockt am Campen. Am Campen, wie zum Beispiel, ja. Nee. Aber es war mal wieder eine erfolgreiche Base Raid Round hier. Wahrscheinlich Base Raid, oder? Ist das einfach für mich. Obwohl, ja gut, der eine Typ war schon Base Raid. Wir hatten schon einen kleinen Fight, kann man schon sagen. Ne? War schon Base Raid, ja. Ja, nice, perfekt. Ja, nice, ich würde sagen, Ach so. Wie nice, perfekt. Ja, wie nicht. Achso, ich würde sagen. Ach so, ja, bis zum nächsten Mal natürlich hier, liebe Freunde. Genau, am Donnerstag, nämlich 19 Uhr geht's weiter. Es wird natürlich auch schon wieder dunkel. Kleinen Schnitt machen für heute. Ja.